Was hast du mir gesagt? Einen wunderschönen guten Tag hier bei der zweiten Ausgabe des Pumcast. Viele von euch haben ja erst gesagt, ist nicht so ganz meins, haben sich dann doch herabgelassen und wurden nicht enttäuscht. Dieses Mal ist das anders, diese Folge wird richtig scheiße. Die nächste Folge wird dafür super lustig, weil da wird dann Herodes nicht mehr so betrunken sein. Ja, so, Anmoderation. Hallo liebe Leute, wir haben den ersten Podcast hinter uns und jetzt kommt auch schon der zweite. Und ich würde sagen, die Anmod, erzähl du. Willst du mich verarschen, das war jetzt. Genau, das habe ich vor. Ich bin auch hier mitten im Kauen. Leute, Podcasten und Essen. Kauen, im Podcast kann es einem davor grauen. Das ist einer meiner Leitsprüche und ich finde, das ist wirklich wichtig. Ja, mein Leitspruch fürs Leben ist seit neuestem, es muss sich nicht immer lohnen. Findest du das gut? Geht so, muss ich mal drüber nachdenken. Ja, das kann man nicht in wenigen Sekunden beurteilen, Niki. Schön, dass wir uns jetzt hier so vorlehnen. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Du wolltest eigentlich was über deinen Zustand sagen, weil der Pumcast ist heute eher ein Wodcast. Ein Wüdumcast. Ein Wüdumcast. Ich habe gerade mit meinem Professor Käsefondue gegessen. Mhm. Geht der Monolog so lange, dass ich diesen Stück Apfel hier noch... Ja klar, also pass auf, in dem Käsefondue war Wein enthalten und während man den Käsefondue isst, trinkt man Wein. Infolgedessen, also das ist nicht lange her, am Ende des Tages... Eloquenz. Nee, also die Gesprächspausen werden etwas länger sein als normalerweise, das ist alles. Aber der Podcast wird trotzdem top. Also, damit sind wir jetzt hier wundervoll ins Margarete, Thema, moin. Ins Thema eingeleitet. Wie lange ich brauche. Ja. So, heute im Podcast. Boah, Alter! Hier geht es wild her. Ihr seht, okay. Wir sind Punkrock. Nee, warte. Podcast gewordener Punkrock ist der Dummkast. Und damit wir auch ein bisschen Animation haben, auch für unsere männlichen Zuschauer, haben wir eine Frau. Hört ihr sie? Ich weiß nicht. Was ist das hier gerade? Das Bild wird nicht verwendet. Wir nehmen gerade unseren Podcast auf. Ja, das hat Maggi in den Podcast geholt. Das war doch eine richtig spritzige Einleitung in dieses ganze Geschehen. Wo kommst du plötzlich her? Nach anfänglichen Schwierigkeiten. Pisst euch. Ich wohne hier im Übrigen. Sachen, die man erst später erfährt. So, jetzt aber erstmal wirklich zum Thema, Digi, das wird sonst nichts. Also, wir podcasten hier, was soll denn das? Du sabotierst das. Es läuft doch keine 3 Minuten, ja, und Margarete stört dich schon den Podcast, ehrlich. Sagt der mich hergeholt hat. Nach diesem wilden Ritt des Intros, also. Oh, ja. Ich bin leicht erkältet, es kommt noch dazu. Kannst du das bitte jedes Mal sagen, wenn du hustest? Warst du nicht eigentlich krank? Ja, eben. Und jetzt saufst du schon wieder? Ich saufe überhaupt nicht. Okay. Ich saufe nicht, während ich erkältet bin. Also, warum lehnen wir uns eigentlich so behindert vor und gucken uns das an? Ich mache das jetzt hier zu. So, also, nach anfänglichen Schwierigkeiten haben sich tatsächlich die Leute herabgelassen, unsere eine Stunde sich anzuhören. Und ein paar haben gesagt, ja, nicht ganz meins, aber es haben tatsächlich überraschend viele dann doch gesagt, hey, doch, gefällt mir. Ich merke, der Punkt ist, wir sind halt neu. Mhm. Und es ist holprig. Es ist nicht optimal moderiert, klar. Aber wir haben eine auch... Eine Stunde wollte ich es jetzt auch. Piss dich. Dann geh ich. Wir haben. Keiner hat gesagt, dass du hier sein sollst. Ja. So piss dich jetzt wirklich mal. Wir haben qualitativ mit dem Intro des neuen Podcasts angeschlossen an das Ende des letzten Podcasts. Und das sehr erfolgreich, finde ich. Also, unter anderem, wir wollen ja nicht so sehr auf Kommentare eingehen, aber ich habe dir jetzt verboten, die Kommentare zu studieren. Ich habe tatsächlich. Ich hätte eh keinen Bock darauf gehabt, die zu lesen. Ja, asozial, ne? So. Ich bin asozial. Aber, pass auf, einer hat tatsächlich gesagt, könnt ihr nicht mal über XY sprechen? Und ich habe ihm geantwortet mit, das ist tatsächlich eins unserer Lieblingsthemen. Und wenn du das jetzt hörst, kannst du mir das eventuell bestätigen. Du bist total gehypt. Was waren deine Erwartungen, als ich dir das so gesagt habe? Hey, dein Lieblingsthema? Also, ich dachte, du referenzierst Dinge aus meiner Vergangenheit. Nein. Cool, das freut mich. Also, ich hoffe das für dich. Das Thema ist Lord Abaddon. Und alles... was damit zusammenhängt. Und ja. Das hat der gute Hitman geschrieben und der ist ja jetzt auch ein fleißiger Kommentator und dann wollte ich das natürlich würdigen, weil das kann man... Also ich würde sagen, ganze Stunde füllt der Typ nicht. Nee, aber kleine Kinder füllt er. Nee, aber mal ehrlich, ich habe mit Tekis zu tun gehabt. Tekis ist die Firma, für die er gerade arbeitet. Ich kann darüber tatsächlich ein bisschen was sagen. Na dann. Ist. Ich will ganz vorne anfangen? Ganz vorne. Ich wurde von einem Typ angesprochen. Und es ist immer die gleiche Masche.
Er schrieb mich an und völlig fremd. Können wir es so machen, dass ich kurz den Verlauf raussuche? Okay, machen wir aus. Rede du so lange kurz über Lord Abaddon. Okay, Lord Abaddon. Also, vielleicht gibt es ja auch noch Leute, übrigens wirklich Podcast gewordener Punkrock, wir essen hier gerade. Weil Leute immer sagen, das mögen die nicht. Und wenn der Witz dann vorbei ist, dann machen wir noch ein bisschen länger. Und dann hören wir auf mit Essen. Scheiße, auf Facebook. Also, Lord Abaddon, falls das ein paar von euch nicht wissen, weil die Sache ist ja dann doch ein paar Tage her. Ich glaube, es war so 2012, da war der Lord Abaddon-Skandal aktuell. 2011 hat er wohl eine Gruppe ins Leben gerufen oder die hat sich selbst ins Leben gerufen, die Abaddon-Bitches. Lord Abaddon ist ein YouTuber, falls ihr das gar nicht wusstet. Ein ehemaliger YouTuber, der jetzt Maximum Live heißt oder richtig. So. Richtig. Sehr gut. Und dieser nette Herr hat mit seinem Lord Abaddon-Pseudonym so, ja, so Real-Life-Playing, bla, ja, es ist so Role-Playing ein bisschen gemacht auf YouTube und hat so, ja, ich bin der Lord und ihr müsst mir dienen und so, haha. Und hat dann auch immer so Jugendcamps und sowas veranstaltet. Und diese Facebook-Gruppe, die ins Leben gerufen wurde, waren die Lord-Bitches oder irgend sowas. Und da war unter anderem eine Minderjährige drin, die dann da Nacktfotos posten sollte. Und es gab dann hier und da nochmal Minderjährige. Und es gab wohl dann auch die ein oder andere, an der der Lord etwas übergriffig geworden ist. Ich möchte aber auch jetzt, also Halbwissen ist ja jetzt hier, ne? Ich will ja jetzt kein Halbwissen verbreiten, ne? Da könnt ihr euch ja alle selbst reinlesen. Damals Videoamt. Ursprünglich hat er darauf aufmerksam gemacht, glaube ich, hauptsächlich. Und dann gab es noch der eine Typ von Apple War, der hat da sich nochmal ausführlich drüber ausgelassen. Und wir haben das alles so belustigt mitbekommen, denn wir finden den bis heute ziemlich witzig. Und der ist jetzt so ein bisschen Lifestyle-Guru geworden, was auch wieder sehr ironisch ist. Und sobald du das dann gefunden hast, würde ich dann auch aus diesem Real Talk hier rausgehen, denn ich muss auch sagen, falls du mit einem Ohr zuhörst das letzte Mal, wie gesagt, etwas weniger ironisch, als ich es mir erhofft habe und vielleicht können wir dieses Danke Amadeus noch etwas ausreizen. Und ich fand meinen Witz vorhin ziemlich gut und er ist ein bisschen untergegangen, aber nun, der Lord vergisst. Es ist wirklich länger her, ich muss den Verlauf noch eine Weile suchen. Grundsätzlich ging es damit los, dass er zu mir meinte, ey Digga, ich habe eine wirklich gute Idee für ein Unternehmen. Ich glaube, ich hab's. Lord Abaddon oder? Nee, nicht Lord Abaddon. Eine Person, die bei diesem Tekes arbeitet. Mhm. Pass auf, ich lese vor. Ich habe mich jetzt neben dem Studium selbstständig gemacht und wollte mal nach deinem Feedback. Warte, es ist noch ein bisschen früher, Entschuldigung. Warte, MCM. Moin Herr Rodes, ich bräuchte mal deine Hilfe. Ich habe mich jetzt neben meinem Studium selbstständig gemacht und wollte mal nach deinem Feedback dazu fragen. Am coolsten wäre es, wenn wir uns mal 30 Minuten treffen und ich dir sage, was ich mache, was ich vorhabe und du mir dann ein ganz ehrliches Feedback dazu gibst. Dann hat er sich mit mir einen Termin ausgemacht. Und das... Eloquenz. Hat dann auch gepasst. Genau, meine Idee sieht man halt immer auf Stift und Papier. Daher wäre es cool, wenn wir irgendwo wären, wo man sich in Ruhe unterhalten kann, vielleicht auch einen Tisch hat. Genau. Hat er auch gesagt, was du am besten anziehen sollst? Oder? Nö, also wir haben uns dann bei Backfactory tatsächlich getroffen und mir dann erzählt und seine coole Geschäftsidee. Und er hat das auch wirklich so eingeleitet, dass er eine Geschäftsidee hat, mit der man reich werden kann. Mhm. Die Idee war tatsächlich, er hat angefangen mit, wusstest du, dass der Staat... Ich bin jetzt nochmal richtig. Hallo. Dass der Staat dir 30 oder 300.000 Euro vorenthält. Mhm. Und meinte dann, wie man da rankommen kann und ging dann langsam ins Thema über, dass die Renten gekürzt wurden. Mhm. Und dass es, dass man dem entgegenwirken kann, indem man in natürlich private Altersvorsorge investiert, aber dass es alles Betrüger sind. Mhm. Alle möglichen, klar, Riester-Rente ist natürlich ein Betrüger, bin ich selbst der Meinung, aber der hat halt diverse private Altersvorsorge aufgezählt, die betrügen und mit denen man im Endeffekt nur miese macht. Und aufgezeigt, dass es dann halt diese eine Vorsorge gibt, diesen einen Fonds, dieses eine Unternehmen, in das man investiert. Mhm. Und das ist so ein Fonds, der ist risikofrei, das wächst mit der Wirtschaft und die Wirtschaft wächst immer. Und das ist eine lineare Steigerung.
Das heißt, wenn man einzahlt, wird das Geld, was man einzahlt, immer größer werden. Und das ist wirklich risikofrei. Hat mir dann in wirklich 30 Minuten tatsächlich erzählt, die diverseste Sachen darüber und dass man das tatsächlich machen muss, denn will man im Alter wirklich Pfandflaschen sammeln, auch ein ganz bekannter Spruch aus dieser sogenannten, also ich nenne es persönlich Masche. Also ich erwarte noch ein kleines bisschen eine Pointe, kommt die oder ist es? Die Pointe ist tatsächlich, dass er angepriesen hat, dass es ein Unternehmen ist, was er eine Unternehmensidee ist, die er hat, und tatsächlich arbeitet er einfach nur für ein Unternehmen, das Rentenversicherung vertickt. Mhm. Halt Tekes. Und habe ich gesagt, nee, finde ich ganz blöde Sache. Und tatsächlich habe ich Wochen später eine weitere Person darauf genau exakt mit dieser Masche. Dasselbe war, ich habe ein Unternehmen, habe eine Unternehmensidee. Wusstest du, dass der Staat dir so und so viel Geld vorenthält? Pfandflaschen sammeln im Alter, zahl doch in diesen Fonds ein. Mhm. Und dachte so, diese Person war bis dato mein Freund. Bis hier und nicht weiter. Und ich hab dem ein bisschen vertraut, hab mir das so ein bisschen angehört. Es lief halt darauf hinaus, dass man diesen Leuten Geld geben soll, damit man später, wenn man alt ist, mehr Geld hat. Mhm. Und das ist halt diese Nummer der Tekes. Es kam dann später dazu, dass ich mich tatsächlich dafür interessiert habe und im weiteren Verlauf mein Vertrauen ziemlich, mein Vertrauen wurde verletzt und ich wurde auch ein bisschen sitzen gelassen, als es dann ernst wurde, im Sinne von, leg da dein Geld an und wir treffen uns dann und dann mit dir, das ist nie passiert. Der Punkt ist, dieses Tekes, das wird immer dieselbe Masche mit dir abfahren. Mhm. Das ist eine Masche, um Vertrauen aufzubauen. Ich meine, wer wird nicht hellhörig bei Sätzen wie der Staat enthält dir so und so viel Geld vor? Mhm. Würdest du wahrscheinlich auch hellhörig werden. Jetzt will ich aber gerade richtig dem Staat an den Kragen. Nein, mal ehrlich. Ja, vielleicht, aber ja. Ich weiß nicht, wie es bei den meisten ist. Auf jeden Fall, dass dieses Prinzip beruht darauf, wenn man dort arbeitet und Leute anwirbt, wird man im Rang steigen. Wie bei Scientology. Ich find's gut, dass du diese Analogie ziehst. Das will ich jetzt natürlich nicht gesagt haben. Ja, werden wir hierfür belangt, wenn wir... Nö, es ist ja ein Fakt. Es ist ja ein Fakt und das ist öffentlich und das wurde mir gesagt. Und ich habe nichts unterschrieben, dass ich das nicht sagen darf. Mhm. Also die Leute wollen halt Leute ranwerben und der Abaddon, der hat natürlich eine große Reichweite. Mhm. Auch wenn er als Abaddon natürlich völlig... Mhm. Ja, versagt ist das falsche Wort. Er hat diffamiert schon. Diffamiert. Also Abaddon ist natürlich keine Marke mehr. Und jetzt will er mit diesem Lifestyle, und das ist meine große Vermutung, mit diesem Maximum Lifestyle jetzt eine große Community aufbauen, beziehungsweise viele Leute auf sich aufmerksam machen. Und dann da reinziehen. Es kann früher oder später passieren, dass er genau dieselbe Masche fährt, denn man kriegt natürlich Provision in diesem Unternehmen. Ja, das ist ja interessant. Das Ziel von dieser Tick ist. Ich würde empfehlen, da nochmal, wenn das Thema sehr interessant wird und wenn Leute mehr dafür hören wollen. Heinrich hat sich da reingefuchst in das Thema. Mhm. Ich kann nur erzählen, was ich erlebt habe. Also ich war alles noch komplett neu. Ich war tatsächlich er hat mich mit nach Jena genommen. Mhm. Und da gab es auch so ein Meeting und das fand ich eigentlich gar nicht mal so übel, denn es gab gratis Sekt und gratis Pizza. Mhm. Und habe ich auch Anzug angehabt und da waren so ziemlich schmalzige Leute unterwegs und die haben einen so ein bisschen Motivationskurs gegeben und ja, Leute, wann wollt ihr anfangen? Wann wollt ihr anfangen, euer Geld zu investieren? Wenn ihr 25 seid oder wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr eure Kinder großgezogen habt? Nein, der richtige Moment ist jetzt! Mhm. Also so diese manipulative Scheiße, die man halt so kennt. Mhm. Und im Endeffekt läuft es halt alles auf selbe hinaus. Ja, was mich dann so ein bisschen rausgehauen hat, war halt dieses, ey, Digga, du kannst einfach mal deine Bank wechseln, wechsel doch zu uns. Beziehungsweise nicht zu uns, sondern wir haben da so eine Bank. Mhm. Also Tekes selber ist nur Vermittler. Wir haben da so eine Bank und wenn die vermitteln, kriegen die natürlich Provision. Und nur in der nächsten Woche, wenn du wechselst, kriegst du noch 50 Euro obendrauf, ganz bekannter Trick. Zeitlich. Das klingt nach Telefonhotline, QVC. Das heißt, wenn ich in der nächsten Woche zu dieser Bank wechsle, kriege ich 50 Euro. Aber geht nur in der nächsten Woche. Das heißt, ich bin natürlich im Handlungszwang. Mhm. Ich natürlich den Typen noch als Freund gehabt, habe das geglaubt.
habe das gemacht, aber das hat dann irgendwie was vielleicht auch gar nichts mit der Sache zu tun hat, aber es war dann halt so, dass der Ansprechpartner dann keine Zeit für mich hatte. Mhm. Aus irgendeinem Grund in besagter Woche. Ja. Paradoxerweise. Und da habe ich mich natürlich ein bisschen so gefühlt wie der Bittsteller. Und denke ich auch, in diese Position will ich überhaupt nicht gelangen, wenn ich in einem Unternehmen bin, das was von mir will. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieses Bild, was vermittelt wird. Von diesem, ja, und wir wollen für dich was Gutes und im Endeffekt wollen die von dir was Gutes. Und das ist natürlich klar bei den meisten so, aber die Taktik, die wir verwenden, finde ich besonders ekelhaft. Und in den Hashtags oder beziehungsweise Abaddon und Tekis stehen in Verbindung. Das kann man sehen. Und das habe ich gesehen und das kann man, das ist sicher, dass das so ist. Hier ob er jetzt es. Natürlich früher oder später Leute anwerben wird, weiß ich nicht, aber ich halte es für möglich. Hier habt ihr es zuerst gehört, die Lord Abaddon-Verschwörung ist weitreichender, als ihr denkt. Das ist ja jetzt überraschend ernst geworden. Was ist denn hier? Jetzt müssen wir irgendwie nochmal kleine Minderheiten beleidigen oder sowas. Das ist ja, du hast dich ja, ich weiß nicht, ob das auch folgendes Minderheitenbeleidigung mache ich. Ich finde, Leute mit blauen Haaren sind besonders schlimm. Die sind einfach scheiße. Ja, die haben auch alle AIDS. Nein, Quatsch. So, ja, gut. Ich dachte, wir reden jetzt hier über kleine Kinder, die irgendwie am Lümmel vom Lord rummachen, aber das ist ja das ist doch... ja alt. Naja, so alt sind die nicht. Das haben wir. Ja, das ist richtig. Nee, aber. Schatz. Habe ich schon erzählt, dass ich erkältet bin? Das wissen wir ja schon seit 2014? 12? 12. Schade, dass die YouTube-Polizei-Videoamt nicht mehr existiert. Sie hätte Ähnliches aufgedeckt. Twittert noch, aber echt? Auf YouTube ist nicht. Um das nochmal ein bisschen aufzurollen, es gab dann diese... Also es gab eine, die ein Interview auch mit Videoamt gemacht hat, die halt in dieser Gruppe war und die dann immer von ihm gedrängelt worden, hey, schick mir doch mal Nacktbilder von dir. Und er wusste halt, dass sie irgendwie 15 ist oder so. Mhm. Und dann gab es noch eine andere, die Jasmin irgendwas, Pearson oder sowas. Und von der Kurse, die war dann irgendwie 13 oder so, und von der existierten dann halt irgendwie Bilder im Internet mit Sperma im Gesicht oder sowas. Yes. 13. Eieiei. Ja. So, und da war er auch irgendwie mit drin, munkelt man, wie gesagt, keine Falschbehauptungen. Von ihm stammt das Sperma. Ja, nein, das tut es natürlich nicht. Für den Fall, dass mich jemand anzeigen will, das Sperma stammt natürlich nicht von ihm. Max, wir haben dich lieb. Ja, auf jeden Fall immer schöne Facebook-Posts. Ach, scheiße. Nicht Facebook, Instagram heißt ja Spaß. Was suchst du noch? Bitte? Was suchst du noch? Ich schaue, ob ich noch was finde, aber ich habe die meiste Zeit mit ihm geskypt, weshalb ich keine Verläufe mehr hier habe. Mm. Trickreich. Gut, da wir jetzt relativ ernst hier in diesen Podcast reingeflutscht sind und jetzt auch schon bei irgendeiner Grenze von knapp einer guten Viertelstunde sind, ist es vielleicht Zeit, eine neue Rubrik ins Leben zu rufen, die ich mir überlegt habe. Eine von zwei, die ich mir überlegt habe. Rubriken finde ich gut. Rubriken finde ich super gut. Und ich bin dafür, dass wir sie vielleicht mit einem stimmungsvollen Gesang oder so einleiten, damit es einfach... Du weißt ja noch gar nicht, wie sie heißt. Du musst Ha machen. Aber gleich. Warte, mach mal Ha. Den Ton, den ich gerade mache. Okay, pass auf, wenn ich dich antippe, machst du ihn. Okay. Nicht an Time. Und wenn ich jetzt sage, wenn ich dich nochmal antippe, wirst du in genau dieser Stimmlage neue Rubrik sagen. Neue Rubrik. Aber ich dachte, wir sagen die neue Rubrik, also Rant um euer Leben. Ich hab's dir schon mal gesagt, du hast es bestimmt vergessen. Ja, ich weiß es noch. Ein Rant ist, wenn man irgendwas abhatet, so. Mhm. Rant um euer Leben. Ist ein super witziges Wort. Rant ist komplett gerade ab, das finde ich echt ekelhaft. Ja, also. Kannst du mal bitte Rant definieren, bitte einmal? Rant. Weil wenn man... Die Definition von Rant. Die Definition. Das klappt richtig gut. Okay. Ein Rant ist, wenn man über was abhatet, so, wenn man quasi strukturiert irgendwie über was abhatet. Aber wir rant um euer Leben rein, also weißt du, alles, irgendwas, was einem einfällt, man ist gezwungen, über irgendwas abzuhaten. Machst du ja. Weil ich, ja eben, ich bin ja eigentlich kein Prinzip-Hater und du bist ja auch klug, du bist ja kein Prinzip-Hater, weißt du? Das muss halt hier drin sein. Du hast gesagt, ich bin klug. Ja, das muss halt hier drin sein, um Emotionen, weißt du, wir müssen so ein weit gefächertes Spektrum an Emotionen abdecken, damit die Leute, also, weißt du, wie... Die Mädchen skippen mir immer hierher.
Ja, genau. Also, willst du anfangen, über was abzuranten? Irgendwas? Nee. Nee. Gut, lassen wir das. Vorbei, Thema vorbei. Nee, wie wird das jetzt ablaufen? Ich habe mir das einfach so überlegt, so ins kalte Wasser geworfen, hey, einfach mal machen. Ich fand es eigentlich lustig, dass du das machst, weil du dir das nicht überlegt hast. Na, nenn mal was, worüber man abranten könnte. Na, was geht denn dir richtig auf den Sack? Was geht denn dir so richtig auf den Sack? Jetzt komm doch mal raus hier mit der. Boah, mega, also was ich bin gerade ja, froh, jetzt. Ich bin gerade froh, dass mir so wenig auf den Sack geht. Mhm. Also. Auf den Sack gehen mir Bremsen. Leute, die mich ausbremsen. Menschen, die sagen, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Solche Leute geben auf den Sack. Da haben wir es doch. Denn heute, Beispiel. Kumpel von mir sagt, ey, ich schaffe in Krypto 1, und ein Typ sagt, nee, schaffst du nicht. Und da denke ich so, was für ein Assi, weil das sind limitierende Gedanken. Ich bin so sauer, dass der sowas gesagt hat. Ja, das hat auch schon super geklappt. Perfekte neue Rubrik. Ey, sorry, ein bisschen Material musst du mir schon geben. Nee, ich dachte, das ist so spontan. Gibt es das in deinem Alltag, was dich irgendwie richtig... Ich war die letzten zwei Wochen krank. Das hat mich auch echt angekotzt, ja, weil ich konnte überhaupt nichts machen. Weil ich hätte ja gerne so ein bisschen gearbeitet, für Uni etc. Aber ich habe in zwei Wochen Abgabe, Mann. Vor zwei Wochen war es noch vier Wochen so. Ich meine, ich war echt krank und zwei Wochen und es kotzt mich richtig an, dass ich Schnupfen hatte und dass ich nichts machen konnte, dass ich im Bett lag. Weißt du, es kotzt mich an. Es kotzt mich einfach an. Weißt du, ich lag da, ich konnte nicht arbeiten, ich konnte nicht lernen, ich konnte gar nichts. Weißt du, ich konnte überhaupt nicht an meinem PC arbeiten. Und an meinem Projekt arbeiten. Da, wundervoll, wundervoll. Also ich bin da ein Fan von Longboards. Nee, Longboards, weißt du, das Problem bei Longboards, was mich richtig ankotzt. Jetzt haben wir ein Thema, komm. Die Leute nehmen sich ein Longboard und sagen, ich will damit einfach nur fahren. Wusstest du schon, dass du krank bist? Leute, ich bin übrigens krank. Die Leute kaufen sich ein Longboard mit dem Argument, ich will damit nur fahren und dann machen die Tricks und es sieht so lächerlich aus und die hauen auf sich. Du musst es auch gar nicht ins Lächerliche ziehen, das ist halt wirklich so. Ist, nee, ich, ist wenn dieser verwanzte, verfilzlauseste Simon Unge oder wie er heißt, ne, nicht mit seinem Fidget Spinner auf dem Finger, mit seinem Fidget Spinner auf dem Longboard irgendwie nach Schwanhausen oder wie die Scheiße, dieses Dorf da mit dem Castle da heißt, ja, wenn er da nicht hingefahren wäre und die ganzen Kiddies, oh, Longboard, sieht so lächerlich aus, du hast ein kleines Skateboard, wo du denkst, ja, cool, ne, nehme ich mal in die Stadt mit. Und dann kommt da aber einer an mit so einem 5 Meter langen Brett und trägt das da unterm Arm, seine 20 Kilo oder was das da wiegt. Das sieht so lächerlich aus. Und dann, oh, ich nehme das nur zum Downhill-Cruisen. Dann fahren sie durch die Stadt. Und was machen sie? Oh, ich mache mal einen Shuffit. Und das sieht übelst scheiße aus. Da fangen die an mit Tricks machen. Das ist doch übelster Scheiß. Aber die andere Seite der Goldmedaille, es gibt auch Boards, die viel zu kurz sind. Ja, das ist aber okay. Wozu sind die denn bitte gut? Die sind auch scheiße, aber die sind okay. Inwiefern, ich meine, klar, also damit kann man auch, mich interessiert immer für die Guten, ich meine, die sehen klar lächerlich aus. Oder vor allem hast du mal gesehen, es gibt, und das fahren nur diese Hipster-Studis, eine Art Fahrrad, die aber konstruiert ist wie ein City-Roller. Das heißt, die fahren so eine Art Fahrrad, das aber irgendwie die Stange so hat, so unten so, lang. Wo du trotzdem aber mit dem Fuß anschiebst, ne? Warum? Ja, das ist halt alternativ. Ne? Warum fahren die nicht gleich Fahrrad? Wollen Warum fahren Leute, die nicht gleich CD-Roller? Hast du das? Rantest du darüber ab, über Leute, die so alternativ sein wollen? Und so? Ich rante ab über Leute, die einfach komisch sind und komische Sachen in die Welt bringen, die überhaupt nichts nützen, einfach nur, weil das ein bisschen anders ist. Anders und worüber ich überhaupt abrante, ist das Wort bisschen, Alter. Und Leute, die dann so alternativ sind und an der Brotecke stehen und den Asphalt... Das raff ich überhaupt nicht. Ich meine, es sind Leute. Aber pass auf, Leute. Pass auf, hört euch an. Wir haben einen... Also bei mir um die Ecke gibt es einen Laden. Da ist ein Schild, da steht einfach nur Brot drauf. Das war's. Dazu gibt es noch analog später eine Bar. Die heißt einfach nur Bar, aber das ist ein anderes Thema. Also Brot. Das Ding heißt eigentlich Brotklappe. Und pass auf, hört euch an, ohne Scheiß. Da drin... Nee, da drin ist gar nicht mal so wichtig. Da draußen kann man sich hinsetzen. Was ich jetzt nicht erwähnt habe, das Ding ist direkt an der Hauptstraße. Warum chillen Studenten gerne auf dem Gehweg an der Hauptstraße? Wo alle zwei Sekunden ein Auto vorbeifährt. Es ist nicht nur dort so. Ja, es kann auch sein. Das gibt's auch an der an der Marienstraße. Mhm. Da gibt's genauso ein Ding. Da chillen die Studenten, machen sich einen schönen Tag. Und genießen das Ambiente an der Hauptstraße. An der Hauptstraße. Aber kann das nicht sein, du bist der Experte, ich bin da leider ein bisschen leid. Nee, ich bin überhaupt nicht Experte, nee, ich raff das nicht. Kann das sein, dass der Smog und, weißt du, der Asphaltgeruch, ja, der sich da ein bisschen aufs Essen... Die und merken das nicht mal, weil Gehirn echt schon Arsch ist, Alter. Diese Würze von Club Mate hat. Kann das sein?
Ich glaube nicht. Okay, gut. Ja, da haben wir doch was. Aber ohne Scheiß, das ist so ein Studentending. Es gibt so viele studentische... Studenten? Nee, studentische, nicht Clubs, nicht Bars, sondern auch nicht Restaurants, sondern halt... Etablissements. Alles. So was da drunter ist. So. Das ist halt wirklich eine Bäckerei. Und es gibt auch diese Bar, die heißt, das ist das Hinterzimmer, aber auf dem Schild steht einfach nur Bar. Und das Ding ist auch in der Hauptstraße. Ich meine, gut, die sitzt nicht draußen, aber an diesem Brotding. Was ist denn bitte idyllisch daran, sich an die Hauptstraße zu setzen? Es ist nicht idyllisch, es ist alternativ. Man ist was Besonderes. Man ist da überhaupt nichts Besonderes, wenn man sich gerne in die Hauptstraße setzt und sich den Qualm von irgendwie Autos reinzieht. Da ist man nichts Besonderes, das ist man retarded. Ja, naja. Das ist eine ganz einfache Regel. Regel. Ja, ist doch super gut. Gut. Das hat doch funktioniert mit dem Ranten, oder? Hat sich das gut angefühlt? Nö, weil du überhaupt nicht drauf eingehst. Ich gehe drauf ein, okay. Also, ich kann dazu nichts Neues sagen. Ich stimme dir dazu. Ich finde das albern. Du kennst auch diesen Laden. Ich kenne diesen Laden, ich bin da schon vorbei. Die sitzen da alle draußen im Schneidersitz und freuen sich ihres Lebens. Glaube ich kaum. Leben und leben lassen. Ich glaube, die sind todunglücklich, diese Menschen. Es kann sein, dass sie in sich drin tiefschürfende Probleme haben und sich deswegen da hinsetzen, in der Hoffnung, dass die Abgase sie langsam töten. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Selbstfindung. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, ich bin nix, also bin ich der Typ, der gerne an der Hauptstraße sitzt. Da ist was dran. Gibt es Leute, vielleicht nicht. Ist nicht Leute, bequem. Das kannst du unmöglich. Ich meine, ich muss mal kurz überlegen, wo sitze ich denn gern? Ich sitze gern in der Stadt, ich sitze gern im Park. Es gibt in Erfurt ein schönes Eiscafé, da sitzt man direkt am Fluss. Das ist schön. Das ist schön. Was halt nicht schön ist, ist halt eine Hauptstraße. Ja. Um nochmal meinen Punkt zu beleuchten. Es gibt bessere Dinge als eine Hauptstraße, ja. Also, besser ist noch halt Autobahn. Und ich glaube, jetzt wo ich sage, damit kann ich reich werden unter die Studis. Ich glaube, ich baue einfach direkt so ein Ding an die Autobahn. Oder an den Flughafen. Auf die Autobahn. Am Flughafen wäre auch eine Möglichkeit. Für Landebahn? Ja. Doch, ja. Oder so ein Raketenstart-Dings. Ja. Direkt daneben. Silo. Da kriegst du auch diesen ganz schönen Rauch in die Fresse. So. Das hat auch was. Da ist ja dünn. Da drin Brotklappe, direkt Brot da rein und dann. Du meinst direkt Feuerstoß, in die Düsen von der Rakete. Ja, und dann los. Ja, da muss ich mal bei Elon Musk anrufen. Und frage, ob ich mir vielleicht bei seinen Raketenstartinseln da, ob ich da mal eine Brotklappe hinbauen kann. Also, ja. Ich glaube, das würden die Studis voll feiern. Ich glaube, ich hätte reich damit. Wir machen gerade richtig Werbung für die Brotklappe. ach so, und das Brot schmeckt nicht. Vielleicht können wir auf die andere Straßenseite auch irgendwie einen Konterladen aufbauen, die Kinderklappe, wo wir dann kleine Säuglinge an die Straße legen. Auf der anderen Seite ist so ein komischer Versicherungstyp, so ein Schild von so einem Versicherungstyp, der voll komisch guckt. Lord Abaddon. Haben wir schon. Full Circle! Überleitungsmeister. Haben wir schon über das ausreichend gesprochen? Gibt es für dich da noch was zu sagen? Du verfolgst ihn ja aktiver auf Instagram als ich, muss ich dazu sagen. Ich sehe, also die Freundin, die er zu haben scheint, ist gar nicht mal so minderjährig, muss ich ehrlich sagen. Und seine Mutter ist scheinbar auch nicht minderjährig. Also ich glaube, er entwickelt sich in die richtige Richtung. Vielleicht ist das alles nur Fake. Ja, es gibt ja auch so Alibi-Leute, verheiratete Männer, also verheiratet mit Frauen, die dann aber ihren schwul sind oder so. Gibt's ja alles. Vielleicht ist das nur so ein Alibi-Ding. Wir haben ja vorhin schon angefangen, hier den Lord Abaddon. Was denn? Das will ich jetzt natürlich nicht gesagt haben, aber ja, natürlich. Früher oder später wird man das natürlich gegen mich wenden können. Das ist, der Abaddon, der hat jetzt, der hat sich voll gewendet, so, aber natürlich ist das nur ein Alibi. du hast gerade denselben Effekt wie ein guter Freund von uns, Mindmaster Andy, der im Alkoholzustand. Ich onaniere vor meinem PC. Nein, ich sitze vor meinem PC und onaniere. Ich finde, das klingt noch ein bisschen. Was? Das hat ich glaube, das hat eh nur sein Freund geschrieben. Aber gut, komm mal zum Punkt, das rafft ihr, Keda. Ja, also es ging nur darum, unter Alkohol, weißt du nicht, dass du das morgen bereust? Nee. Gut. Das habe ich mir abgewöhnt, unter Alkohol Dinge zu sagen, die ich am nächsten Tag bereue. Okay, was hast du da mal so gesagt? Das weiß ich nicht mehr. Gut, dann Lord Abaddon fertig, oder? Ansonsten können wir über deinen Alltag reden. Und ich habe auch noch eine andere Rubrik. Machen wir bitte die andere Rubrik, weil mein Alltag ist gerade... Aber es gab doch noch was, es gab doch hier noch. Alter, ich bin gerade krank. Brisante Themen.
Ich weiß es nicht. Ja, ich wurde heute dein Garten. Mein Garten? Dein Garten. Du bist doch da jetzt hier so im Strohhalm. Nee, wie heißt das hier so? Nee, ich denke gerade mal so ein Podcast. Ich glaube, gerade Leute interessieren sich sehr dafür, was mit meinem Brokkoli gerade abgeht. Also ja, Leute, ich habe vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, vor einem Monat, etwa einem Monat, ein bisschen Brokkoli gepflanzt. Und das ging die ersten paar Wochen ganz gut tatsächlich. Und der ist gewachsen, hat Sinn gemacht, ich habe irgendwie Hart und Kraut gejätet, alles, ich habe den geliebt, ich habe den geliebt wie mein Ex-Kind. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass ja, die Zeit ging und irgendwann kam ich in den Garten und die Blätter waren zum größten Teil weg. Nur noch die Hauptstrunke von den Blättern waren da und ich habe geguckt, war das der allgemeine schwarze Kohlkäfer? Nein, es war scheinbar die Schnecke. Also mein Brokkoli wurde angefressen von Schnecken und ich versuche es ganz. Warst du dann auch angefressen? Absolut. Witzig. Ich bin dann nämlich in den Gartenladen meines Vertrauens gegangen. Die Pflanzenklappe. Genau, an der Hauptstraße. Habe mich da vorne rausgesetzt, habe erstmal eine Tasse Pflanze getrunken, entspannt an der Straße und bin dann nach rein und habe halt gefragt, was kann man da machen? Und sie meinte zu mir, ey, Schnecken ist ganz einfach, legst Eierschalen hin, die schneiden sich am Bauch auf. Schnecken schneiden sich an Eierschalen den Bauch auf. Und ist? Kennt ihr dieses Video, wo diese Schnecke über diese Rasierklinge kriecht und sich überhaupt nichts tut? Habe ich zu ihr gesagt. Kennst du das Video? Erinnert mich nämlich, als wir bei dir im Garten waren, ich sage einfach bei dir im Garten, bei euch, wie auch immer, du hast ja jetzt so innovative neue Gags dir entwickelt, die man so vor Live-Publikum performen kann. Ganz kurz, machen wir gleich. Ich möchte noch kurz die Schnecken zu Ende erzählen. Okay, mach die Schnecken. Ich habe gesagt, kennen Sie dieses YouTube-Video, wo diese Schnecke über die Rasierklinge klettert? Hast du ihr gesagt? Unversehrt. Ja, habe ich zu dieser Beraterin im Pflanzenhaus gesagt. Und sie meinte mir, das macht die einmal, da schneidet sie sich im Bauch auf. Ich denke so, Alter, ich habe in der 5. Klasse gelernt, dass Schnecken sich überhaupt nicht an der Rasierklinge im Bauch. Dass die Eigenschaft von Schnecken ist, dass sie über eine Rasierklinge klettern können und sie nicht den Bauch aufschneiden. Hast du das auch gelernt? Ich habe das mal gehört, aber gelernt aktiv vielleicht nicht. Warum sollten die sich dann an Eierschalen den Bauch aufschneiden? Das hat mir ein Typ im Pflanzenladen, nur beispielhaft jetzt angenommen, es wäre jetzt Dena gewesen. Was? Hat mir das gesagt. Die schneiden sich im Bauch an Eierschalen auf. Diese Schnecken schneiden sich überhaupt nichts im Bauch auf. Eine kompetente Beratung. Auf jeden Fall, die nächste und Zeug. Was habe ich denn im Garten bitte erzählt? Naja, das hat sich so entwickelt. Also du hattest revolutionäre Gags auf Lager und ich habe gesagt, na, das ist ja super gut. Das muss man so als Stand-up-Comedian. Kennst du das so vor Live-Publikum performen? Was war das nochmal? Ach, du weißt es gar nicht mehr. Hast du da auch getrunken? Also du hast gegessen, du kannst das halt hier setzen, dein Live-Publikum, das sieht dich nicht, aber... Du flüsterst es mir ins Ohr. Also pass auf, das kann man überhaupt nicht Audio überbringen. Ja doch, mach mal. Also pass auf. Was war das andere? Weiß ich nicht mehr. Okay, pass auf, ihr esst einen Apfel. Oder irgendwas anderes. Und dann geht ihr aufs Live-Publikum. Live-Publikum? Stellt euch vor, so Bühne, Stand-Up-Comedy. Der Gag war schon in, als ich 3 war. Und der geht immer. Kennt ihr das? Unfall im Tunnel. Und mach den Mund auf. Und dann fällt das Essen raus. Robin hat gerade gelacht, weil mir ein Stück Apfel rausgefallen ist. Mhm. Also der Gag ist, ihr macht einfach den Mund auf, während ihr was zu essen drin habt und sagt Unfall im Tunnel. Super witzig. Und der vorher sagt, ich kenne das. Super witzig. Können wir jetzt bitte wieder ernsthaft weitermachen? Ja. Wo ist der Apfel überhaupt hin? Eieiei, ich sehe gerade, Mindmaster Andy hat ein neues Video hochgeladen. Können wir das live gucken? Können wir, glaube ich, nicht, oder? Okay. Dann bricht das ab, aber der Podcast muss jetzt leider zu Ende sein. Nee, gut, 25 Minuten wird es bestimmt online sein. Da gleich Nebengeschichte, Mindmaster Andy, kleiner YouTuber, 95 Abonnenten, wir verfolgen ihn seit vielen Jahren. Leubsdorfer Jung, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ach, Robin! Ja. Ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen. Du hast dich doch bestimmt gefragt, was in dieser Tüte drin ist, die ich hier bei mir trage. Ja, was ist denn in dieser Tüte drin, sag mal. Mach sie hier mal rein. Oh, klein geschnittenes Brötchen. Warum? Na gut, dass wir heute in diesem Bereich hier des Hauses gesaugt haben. Was ist der größere Plan hinter diesem Berg von Gebäck? Habe ich dir mitgebracht. Einfach so, ja? Ja. Nice.
Und jetzt? Weiter geht's. Okay, weiter geht's. Meint Master Andi. Kannst du immer mal eins nehmen? Nice. Ist das noch gut? Von wo ist das? Vom Käse von Lü. Ah, okay. Hm. Wie gesagt, wir essen, bis der Gag nicht mehr witzig ist. Meint Master Andi. Der ist jetzt in dieser Sekunde, während wir das aufnehmen, alkoholisiert und lädt dann immer Videos hoch, die er am nächsten Tag löscht. Und deswegen ist das super spannend. Mein Puls ist auf 180, weil ich gehypt bin, dieses neue Video zu sehen. Aber es ist eigentlich eine ziemlich traurige Sache. Gut. Das ist ein Stück Scheiße, Alter. Neue Rubrik. Also, das ist... Ende-Hating. Ende-Hating. Rant vorbei. Rant um euer Leben ist vorbei. Also, ich habe noch keinen catchy Namen für das Neue. Das war mehr so die Idee, eins von beiden, weil beide zusammen ist vielleicht ein bisschen dumm. Aber es könnte sich ja irgendwie ergeben. Also, vice versa oder so, das hat meine englische Lehrerin immer gesagt. Also, kannst du darüber verstanden? Ja. Das hat sie halt immer gesagt, so viel wie andersrum. Ist ja auch egal. Wie nennen wir das? Die Grundidee ist, dass du über etwas schlecht redest, was du gut findest, oder über etwas gut redest, was du schlecht findest. Boah, bin ich gar nicht ein Typ für Digi. Mach was anderes. Okay, dann lassen wir das. Ich finde das gut. Okay. Und wie nennen wir das? Versteht ihr? Versteht ihr? Ja. Wie nennen wir das? Vice versa. Ich bin mir halt relativ sicher, dass das nicht so ausgesprochen wird. Aber wir können es gerne so machen. Vice versa. Okay. Okay. Dann müssen wir das jetzt aber einjingeln. Vice versa. Oh, das war gut. Ja, also. Wir können ja 33% dieses Podcasts sind eh immer Selbstbemüllung. Mhm. Findet ihr, denke ich mal, gut. Naja, kommt darauf an, was man erwartet. Also, hallo, willkommen bei der neuen Rubrik Vice versa. Robin, was gibt's eigentlich für elementare Änderungen in deinem Leben? Elementare Änderungen in meinem Leben gibt's jetzt gar nicht so sehr. Also, erzähle! Fest ist da überhaupt nicht in. Erzähle in, doch mal! Also, wir sind hier gerade in der Rubrik. Du machst die Rubrik kaputt. Die Rubrik kommt gleich. Okay. Es gibt nichts zu erzählen. Okay. Erzähl einfach schlecht davon. Was? Erzähl einfach schlecht davon. Schlecht davon. Also pass auf. Robin erzählt jetzt was aus seinem Leben, was neu ist. Findet er eigentlich gut, aber erzählt es, als würde er es schlecht finden. Jetzt kommt's. Also gleich. Also jeden Moment. Ja, also da ist halt nichts public. Ja, deshalb machen wir das jetzt auch vice versa. Ja, also... Also es ist nicht public. Das heißt, es ist doch public. Wir sagen es mal so. Ich hatte ein Verhältnis mit Max Giesinger. Indirekt. Ist. Nee. Doch. Also, und auf diesem Wege, wie ich erfahren habe, habe ich eventuell regen Mundverkehr mit Aiblali gehabt. Regen Mundverkehr? Also küssen. Oho. Indirekt. Also man hört schon raus, es handelt sich um einen Mann. Ist ja andersrum immer. Mhm. Also ein Mann. Robin hat jetzt einen Mann. Einen Freund. Verheiratet. Robin ist jetzt mit einem Kerl verheiratet. Geh du erstmal kurz. Wusstet ihr schon, dass Herr Rodes gerade krank ist? Ich moderiere dich nur in dein Thema ein. Moderieren. Ja. Mhm. Also... Was findest du gerade scheiße? Ich finde gerade alles scheiße, muss ich sagen. Alter, die Leute wollen es nicht hören. Wir sind im Vice versa. Ich finde gerade alles richtig scheiße. Willst du mich verarschen? Verstehst du dieses Konzept? Also er schwebt auf Wolke 0. Was ist denn hier? Ein Siebtel. Gott, Alter. Diese Informatiker mit ihren geschwungenen Zahlen und Buchstaben immer. Der Franz. Also Vice versa. Er ist ja nicht Wolke, ist ja Lava. Also er schwebt gerade auf Lava ein Siebtel. Richtig. Ist fertig. Du schwebst auch nicht, du tauchst da drin. Ich tauche durch Lava. Kann man so festhalten. Ich tauche durch Lava ein Siebtel. jetzt haben wir die Fans. Jetzt wollen sie es aber auch wissen. Jetzt erzähl doch mal, vice versa, was gerade abgeht. Ein richtig hässlicher alter Opa. Ja? Richtig alt. Mit dem du gerade nichts hast? Ja. Okay. Gut.
und ist total scheiße. Erzähl mir mal weniger davon. Okay. Perfekt, also gut. Ich muss sagen, diese Rubrik ist besser, als ich es erwartet hätte. Aber meinem Kopf tut es ein bisschen weh. Nicht, natürlich. Dann hör mal auf, weiterzumachen. Nein. gut. Meta-Ebene. Irgendein dicker Typ in Unterhose sitzt gerade vor seinem PC und guckt sich zwei dicke Jungs an, die gerade über irgendwas lachen. Wieso dicke Jungs? Die sind nicht dick. Also. Warum Jungs? Dicke Mädchen. Ja, dicke Mädchen. Was man halt so macht. Also, es ist halt vielleicht ein bisschen entgleist, also es ist ja ein bisschen übertriebener. Ist auch vice versa. Es ist ein bisschen übertriebener, als ich ursprünglich dachte. Aber ist gut. Was gibt's denn nicht in deinem Leben Schönes, Schlechtes, was auch immer? Also, ich habe gerade auf jeden Fall gar keinen Käsefondue mit meinem Professor gegessen. Nicht? Erzähl doch jetzt mal von von mir. Ich sehe schon. Also allzu lange sollten wir es nicht durchziehen, sonst stirbt jeder, der das hört. Ja, jetzt komm mal. Du hast jetzt einfach mal 2 Minuten Zeit und jetzt erzähl mal, weiß ich, Wörser, was gerade bei dir abgeht. Los geht's, ich bin ruhig. Was soll ich denn da erzählen? 2 Minuten Schee-Uhr. Hier ist eine Uhr vorhanden. Schnauze. Ja, also richtig hässlicher alter Mann. Ist gut. Nicht. Fertig. Also quasi nicht fertig. Warum habt ihr euch nie kennengelernt? Ach, jetzt willst du Lorbeeren einheimsen oder wie sehe ich das? Warum ihr euch nie kennengelernt habt? Nie kennengelernt? Naja, weil du nicht existiert hast. Aha. Was sehr doof ist. Interessiert mich nicht. Hör bloß auf, weiter zu erzählen. Ja, also ich bin an dem einen Tag nicht in den Kasseturm gegangen, weil ich nicht baden war. Und dann habe ich... Ja, das ist ja auch dumm, alles zu verneinen, oder? Deshalb will ich auch auf keinen Fall, dass du kreativ bist. Okay. Toll, auf keinen Fall. Ist ja auch egal, es war auch eine Verneinung. Ja, und dann hat sich das so ergeben. Fertig. Ja, jetzt sind wir bei 14 Sekunden. Dann waren wir auf Mallorca. Ist ja auch egal, du kannst nicht alles verneinen. Das ist doch völlig wahnsinnig. Das war die Idee von Weiß ich Wirra. Naja, dass man über schlechte Sachen gut redet und über gute Sachen schlecht, was ich ursprünglich gesagt habe. Nicht, dass man von allem das Gegenteil sagt. Ob ich das falsch verstanden habe? Okay. I'm mute. Ja, und dann waren wir auf einer super geilen Kellerparty. Ja, scheiße. Naja, eben. Okay, verstehe. Weiter geht's. Und da hast du Alkohol getrunken, nicht? Also Wasser hast du dann getrunken und du bist da überhaupt nicht betrunken gewesen dann. Nein, ich habe Alkohol getrunken, aber fand es nicht gut. Du fandest es gut. Ich fand es nicht gut. Also fandest du es gut. Alter, das wird die Leute so knechten, was wir hier gerade erzählen. Ohne Spaß. Naja, die müssen mal ein bisschen Denksport betreiben. Na, die 2 Minuten sind ja bald um, Leute. Never ever. Die 2 Minuten sind niemals um. Ja, nee, mein Mitbewohner aus der YouTuber-WG, Franz, aka Davis Schulz, aka Leck mich am Arsch, der darf keinen Alkohol trinken, aufgrund von irgend so Bauchspeicheldrüsen-Gedöns, und sollte dir dann aber trinken mixen, und hat er mir so dann gesagt... Pass auf, das war nicht anders, das war nach der Kasseturm-Sache, hat sie mich und auch ihn zu einer Homeparty eingeladen. Und die war wirklich gut organisiert. Jetzt darfst du erzählen. Ah, okay. Erzähl du. Es ging doch jetzt gerade nur um deinen Alkohol. Es ging darum, dass der Franz... Na, da war Vorgeschichte, gehört dazu. Pass auf. Es war Fastenzeit. Und es war Samstag nach Karfreitag. Das heißt nämlich Folgendes, dass ich dann wieder trinken durfte, wollte, konnte. Jetzt erzähl du. Wie die Ohren so gehen, Alter. Also. Franz. Also ich habe 6 Wochen mir vorgenommen, nichts zu trinken. Es ist ja nicht mal ein Gag, es geht nur darum, dass er halt völlig keinen Bezug mehr zu Alkoholkonsum hat und infolgedessen dir was zu trinken gemischt hat. Pass auf, erzähl nicht vorher, erzähl später. Erzähl, man muss aufbauen, pass auf. Es war halt so, dass ich bis 0 Uhr gewartet habe, bis ich am besagten Kar-Samstag, wenn man das so sagt, wir haben reingefeiert, da meinen ersten Schluck Alkohol getrunken habe, das war halt dann auch statt einem Schluck halt ein Becher Kirsch. Und dann noch ein Sekt und dann noch ein Wodka E.
Und und dann irgendwann gegen 3 habe ich dann zu Pia, die kennt man vielleicht Videos, gesagt, hey, wir können langsam heim. Und sie wollte auch heim, hat mich heim gefahren. Wollte mich heimfahren, beziehungsweise. Und ich meinte doch zu Franz, misch mir mal nochmal, mach mir nochmal eine Mische. Ein Getränk und ein Alkohol. 2 Sachen. Was er gemacht hat, wird euch Robin erzählen. Das weiß ich überhaupt nicht. Das ist nicht wichtig. Was er gemacht hat, er hat gesagt, 2 Sachen. Was denn? Ich habe gesagt, einmal Alkoholisches, gemischt. Mit Unalkoholischem. Mit was anderem. Was er verstanden hat, war 2 Shots, 4 Zentiliter mit je 2 verschiedenen Sorten Alkohol. Ist ein Unterschied. Was ich dann hatte, war 2 4 Zentiliter Gläser mit übelster Gülle drin. Keine Ahnung, was das war. Einmal Wodka mit Tequila und einmal Rum mit Whisky. Hatte ich aber nicht vom Trinken abgehalten. Wäre auch langweilig gewesen, wenn ich es nicht getrunken hätte. Neues Stichwort. Getrunken. Da denke ich an Wasser. Auf Wasser gibt's Boote und Boote auf Land sind Fahrzeuge. Fahrzeuge aus Holz sind Seifenkisten. Was hast du da? Ich habe diese Getränke dann angeschaut, habe gesagt, Franz, du hast keinen Plan davon, was ich dir in Auftrag gegeben habe. Und gesagt, ach, fuck it. Und habe die zweite halt noch getrunken. Hab dann Pia, die übrigens liiert ist, auf die Schulter genommen, habe gesagt, hier, ich nehme die jetzt mit heim. Hahaha, lustig, lustig. Sie hat mich dann heimgefahren und ist dann selbst nach Hause gefahren. Am nächsten Tag konnte ich dann nichts essen, nichts trinken, weil ich also sofort wieder ausgewirkt habe. Das ist die ganze Geschichte. Also das war Grenzerfahrung. Musstest du spucken? Sag ich doch, ausgewirkt. Es ist Spucken. Ja, aber ich wollte das nur nochmal sagen. Ja. Bist du gerade gar nicht mehr zu scherzen aufgelegt? Was ja, los? Ich bin gerade todernst, Digi. Kannst du bitte nochmal den Übergang machen, bitte einmal? Riecht es hier nach Public Prank Compilation? Geht so. Ist auch witzig. Wenn die, erzähl du. Wenn Public Prank Compilation ist, das ist einmal im Jahr, wenn der Weihnachtsmann kommt, aber seit ein paar Jahren nicht mehr, der ist tot, da rieche ich dann schweißig. Ich war jetzt mit dem Weihnachtsmann in der Mensa. Ja? Ja. Und, war das gut? Der war ganz weit weg von mir. Okay. Wir sehen, nach hinten raus wird's dünner, wie bei Scheiße. Lord Abaddon. Verstehe ich nicht. Pyramidenpenis, habe ich gehört, ist, wenn es nach hinten raus dünner wird. So. Nie gehört, aber erzähl mal, wenn du über Punkte bist. Angeblich hat der Gitarrist von Max Giesinger einen Pyramidenpenis. Angeblich. Um hier noch ein bisschen Gossip. Hat dir bestimmt eine gewisse S erzählt. S.K. Okay, also, die Überleitung zu dem anderen Thema war Boot, bla bla bla, Auto, bla, Seifenkiste. Das ist ja gerade eine Herzensangelegenheit von dir. Von uns. Wollen wir promoten? Im neuen Mario-Video, falls das jetzt schon online ist, keine Ahnung, geht's ja heiß her. Seifenkiste. Vielleicht können wir da irgendwie mal noch ein bisschen spinnen, was man da so ranmachen könnte. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere eine Idee, wie wir da irgendwie... Motor, wir haben da ja was Geiles. Also, der Punkt ist der, wir ziehen mal von vorne. Also, wir sind, da sehe ich es relativ zufällig, durch die Stadt gelaufen. An einem Punkt vorbei, an dem man nicht so häufig vorbeigeht. Und guck mal, links ist so ein Hecker an so einer Hausmauer und da stand halt verkehrt herum. Man sah halt nur so 2 Rollstuhlräder und guckte halt, was ist das, so ein Brett. Und guckte, es hat wohl irgendjemand seine Seifenkiste in den Müll geschmissen. Und das haben wir natürlich nur vom Hörensagen. Also nicht, dass derjenige es vielleicht doch nicht ganz entsorgt hat, sondern nur abgelagert. Und es ist zu vermuten, weil das Ding lag halt wirklich ziemlich, ziemlich in die Ecke, wirkte schon hingeschmissen. Und haben die halt wieder aufgeschrieben und geguckt, fuhr noch einwandfrei. Vorne. Indiz dafür, dass es Müll ist. Robin, jetzt red doch nicht alles. Du bist doch wieder wie so warum, Alter. Wie war's nochmal? Wieso warum? Ja, okay. Wieso warum? Ja, so heißt die Rubrik. Beim nächsten Mal heißt die Rubrik Wieso warum? Ja, die das. Wieso ist das warum? You got me. Okay.
Kann man die Aufnahme pausieren irgendwie? Nein, nee, okay. Ist nicht. Aber ich will mich jetzt mal zusammenreißen. Unser Markenzeichen ist die Authentizität. Und Tetterette. Das wird jetzt hier durchgezogen. Die lag auf jeden Fall bald schon mal um. Wir haben umgedreht. Und guck, fährt auch ganz gut. Vorderrad mit so einem Fahrradlenker, hinter gerade zwei Rollstuhlräder. Einwandfrei. Man wird im neuen Mario-Video sehen, also wir haben ja bereits ein Video auf Nostra Forz hochgeladen. Hier, damit so vom Krankenhaus eine ganz schöne Strecke zurücknehmen. Mhm. Einfach bergab. Das hat richtig viele Likes gekriegt, über 100 Likes auf Nostra Forz. Das freut mich, weil es auch wirklich, meine Meinung, einfach nur schön. Das einfach Video. Schön. Es ist, man guckt sich das einfach wirklich gerne an. Oder wenn ich davon zu diesem, Kind, zu diesem Video werden Kinder gezeugt, sage ich. Das ist einfach schön. Was soll denn das jetzt? Wieso, warum? Das war nur so ein Spruch. Wieso, warum? Ja, wieso, warum? Okay. Wir hatten sofort die pfiffige Idee, oder ich glaube, du hattest sie, auf diese Seifenkiste. Genau. Wir brauchen ein Elektroauto. Du hattest die Idee? Wir hatten eine Idee. Wir machen ein Elektroauto draus mit einem Elektromotor, aber natürlich keine Batterien. Wir treiben diese Batterie, wir erzeugen den Strom durch Nussstromer. Einfach mit Benzin und Diesel. Zack, fertig. Elektroauto. Naja. Man wird im neuen Mario-Video sehen, dass, und das nehme ich mal vorweg, es sei denn, das Mario-Video kam schon, dass das Kart früher oder später zu Bruch geht. Mhm. Und wir sind jetzt gerade, im Moment hat sich dran, es zu reparieren. Wir haben aus einem Raum, den wir gefunden haben, eine Holzplatte entwendet. Die wir gefunden gekauft haben in diesem Raum. Und werden die auswechseln etc. Also das Kart wird wieder in Reparatur sein. Ich weiß nicht, wird das dokumentiert, ob diese wie dieses Kart repariert wird? Weil ich glaube, das finde ich schon. Oh. Also und auch dazu wird es Aufnahmen geben. Die Idee halt wieder ein voll funktionsfähiges Kart und eventuell sogar mit eventualitierten wie Extensions. So Haare hinten dran. Das ist dumm. Oh, du hast Unfall im Tunnel gerade. Das ist dumm. Ja, dein Gesicht ist eigentlich zu schön für dieses Podcast-Format gerade. Okay, ich moderiere in der Zeit professionell weiter. Vielleicht habt ihr ja noch die eine oder andere kreative Idee, wie man dieses, wir sind ja auch hier die Leute, die Interaktion groß schreiben. Wenn ihr jetzt kollektiv sagt, ja, baut doch da irgendwie Extensions oder was auch immer dran. Dann machen wir das auf jeden Fall. Also, wir sammeln da Ideen. Das wird das offizielle Nostera-Auto. Nostera-Auto. Der stirbt hier gerade. Ich glaube, ich muss hier mal eben 911 anrufen. Irgendwie. Hast du da Schaum vor dem Mund? Nee, es ist noch Speichel. Oh Gott. Also, ich sage mal ganz vorsichtig, ich war schon mal witziger. Aber du vielleicht weniger betrunken zu diesem Zeitpunkt. Nee, es geht darum, dass es auch einfach ein Haare hat, Alter. Was hat das? Das hat einfach ein Haare. Ich hab nichts Seltenes gesagt, ich meine es durch anderes. Ja. Was meintest du denn? Ja. Ihr seht, in der YouTuber-WG geht es heiß her. Wir haben übrigens nur noch gut 5 Minuten. Oh Gott. Ich glaube, das wird eine neue One-Man-Show ab diesem Punkt. Oh, tut es weh. Mein Co-Moderator ist soeben gestorben. Kann gut sein. Warum sind so viele Brötchen auf dem Teller, Alter? Die werden auch nicht weniger, ne? Extendables, meinte ich. Extendables? Ja. Mhm. Komm, jetzt noch so ein geiler Gig, Alter, bin ich für 2 Minuten raus. Ist das nicht ein Film mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone und so? Ah, nein, das ist nicht lustig. Ja, okay. Terminator. Kennst du den Film Expendables? Das weiß ich nicht. Das ist eine Trilogie. Wenn man
Wenn man ein Auto weiterbaut, so, da kommen noch Extensions sind nicht. Welches Wort meine ich denn? Extras. Ich weiß ich nicht. Natürlich. Was sonst? Extensions sind natürlich, aber die haben Karosserie-Applikationen einfach. So. Oder was meinst du? Wir lass eine Karosse drum bauen oder ein Windschutzschild oder nee, so. Nee, aber ihr kennt's ja gerade, die Kamera ist ausgegangen. Ja, ist. Aber wir haben noch. Also, was ich grundlegend sagen wollte, Entschuldigung. Der Podcast ist auch echt gerade Stimmung. Der ist mehr Stimmung als Inhalt, sorry. Der ist immer. Ja. Der Podcast ist einfach ein reißender Bach durch nee, den Dschungel des Lebens. Ich muss am Ende ehrlich sagen, wer es bis dahin angehört hat, freut mich. Ich habe tatsächlich ein bisschen Sorge, dass es zu unstrukturiert ist. Mhm. Und dass die Moderation eher lückenhaft ist. Und wenn das so sein ist, nehmt bitte keine Hand von dem Mund und sagt uns das. Wir werden da eventuell noch dran arbeiten. Ich habe auch einige Ideen, wie wir es verbessern könnten. Aber solange du weniger Alkohol trinkst. Hey, ich trinke nichts. Solange ich erkältet bin, trinke ich wirklich nichts. So. Was? Ich bin gerade krank und solange ich krank bin, trinke ich keinen Alkohol. Franz war meine Nase und hat gesagt, du hast Alkohol getrunken. Hä? Heute oder was? Ja. Das ist eine Lüge. Semi war also. Semi. Franz ist eh ein Dreckschalligner. Hm. Um noch auf den Ernst zurückzukommen. Wir sind wirklich auf das Feedback angewiesen. Klar, gucken das jetzt nicht alle unsere 200.000 Abonnenten, ganz klar. Die haben uns natürlich nicht überrascht. Es geht darum, dass wir gerade bei der Qualität dieses Podcasts, wenn es natürlich so in Ordnung ist, lassen wir es so. Aber wenn jetzt kommt sowas wie gesagt, ich sorge mich darum, ob die Moderation, der rote Faden, ob da mehr gewünscht ist in der Hinsicht. Wenn das so ist, dann natürlich sagen. Wenn das nicht so ist, im besten Falle auch sagen. Dann werden wir diese Struktur, die eventuell auch mal ein bisschen sprunghaft ist, ein bisschen... Eventuell. Wir wechseln das Thema schnell, wir sind auch mal durcheinander. Dann wird es natürlich beibehalten. Hey, das ist unser Markenzeichen. Ich habe ein, zwei meinen Spaß dabei. Dann sollte es ein bisschen anders sein, wenn wir natürlich vorher vielleicht mit Vorarbeit leisten, uns die Themen schon raussuchen, etc. Ja. Deshalb insofern einfach gucken. Wenn wir nicht unseren Spaß dabei haben, dann sagt es. Nee, meine ich gar nicht. Aber wir haben natürlich unsere Themen und wenn ihr wollt, dass diese Themen anders präsentiert werden, beziehungsweise wenn die Meinung, die wir haben, nochmal strukturiert und wirklich eindeutig dargelegt werden sollte, dann sagt es natürlich. Wir könnten das nächste Mal eine PowerPoint machen. Oder so Flipchart. Ja. Nee, ich meine es nicht gerade wirklich so. Also, Flipchart, lustige Anekdote. Jetzt kommt's. Informatik. Vor allem, jetzt haben wir es wieder. So, ja, ihr wisst, was ich etwa meine. Informatik, 11. Klasse, ist nur eine ganz kleine Sache. Zeigt meinen geistigen Level. Basti, kennst du? Mhm. Spielmaster. Informatik. Flipchart, ist das überhaupt das, wo man so mit Edding dran malt? Ja. So, malt mit Edding so dran. Das war, was Peter Zwegert hat. Ja, genau. Ja, ist das Bolzen. Basti malt da so dran mit dem Edding und verwischt das dann so. Mhm. Und riecht dann an seinem Finger und sagt, das riecht aber gut. Und ich riech an meinem Finger, ohne dass ich damit irgendwas gemacht habe. Und merke, dass ich dumm bin. Siehst du, deshalb bist du schlecht in Informatik. Ja, ich glaube auch, weil ich zu viel... Willst du vielleicht deinen Schluck auf hier nochmal in das Auto reinhalten? Auto? Outro. Das ist ein Handy, das ist gar kein Auto. Danke, Amadeus. War das ein Amadeus? Ja, das ist kein... Alter, wir nehmen es gerade mit dem Handy auf und... wir nehmen es gerade mit... Neue Rubrik. Schluck auf. Wir nehmen es gerade mit dem Handy auf und... Wir nehmen das gerade mit dem Handy auf. Robin hat behauptet, das wäre ein Auto. Der ist ein bisschen dumm im Kopf manchmal. Mhm. Ich rieche an meinem Finger immer mal. Also Robin kann keine Informatik. Okay, ab diesem Punkt ist das dann auch, glaube ich, erreicht. Das voll. Und ich würde sagen, dass die Intro-Musik fängt jetzt gerade an. Die Outro-Musik, aber auch die Intro-Musik fängt Den jetzt gerade an. Ich ein, weil du so faul bist. Ja, weil du so da bist. Heute mein Freund nicht mitkommen hierher. So laut, Tschüss, Leute.